Hi ihr Lieben, Freitag, das Freitagsvideo, hier ist es und beziehungsweise Freitag gleich Freitag für die meisten von euch, denn Freitag ist ja oftmals der letzte Tag in der Arbeitswoche, das Wochenende steht bevor, wie gesagt für die meisten von euch wahrscheinlich, für mich nicht, aber das kennt ihr ja schon und ich habe euch wieder Sachen aus dem Kreativdepot-Shop mitgebracht, deshalb ist es für mich genauso ein Freitag. Ich habe hier Sachen, die ich nochmal an einem der letzten Freitage, ich weiß gar nicht, letzten Freitag oder vorletzten Freitag, wieder mitgeshoppt habe. Und ey, ich muss einfach aufhören, genauso um 16 Uhr da in diesen Shop von Kreativdepot zu gucken am Freitag, denn ich habe so viel wunderschöne Sachen und trotzdem bestelle ich immer wieder. Also ich bin auch nur ein Opfer. So viel dazu. Nicht so viel schnacken. Ich zeige euch lieber das, was ihr sehen möchtet. Das ist der Pearl Mix. Da hatte ich ja schon einen mitgenommen. Und jetzt sind nochmal verschiedene Farben reingewandert. Der hier heißt, ist abgegrabbelt, Tangerine and Sunlight Yellow. Also Orange und Sonnengelb. Das sind diese wunderschönen Halbperlen in verschiedenen Größen mit ein bisschen Glanzeffekt von Picket Fan Studio. Die Farbkombi finde ich auch ziemlich cool. Passt zu so ziemlich vielen Frühlingspapieren, finde ich. Diese grün-rosa Kombi heißt Lime Green and Pale Pink. Und dann habe ich noch einmal so ein richtig knalliges Pink mitgenommen. Das ja, hat Charlie natürlich am besten gefallen. Die Farbe heißt Bright Pink and Coral. Coral wahrscheinlich, vernünftig ausgesprochen. Das weiß ich. Ja, also das ist wirklich Bright Pink. Charlie Max Line. Dann habe ich hier noch richtig tolle Schmetterlinge mitgenommen. Aber ihr seht schon, ich habe sie noch nicht mal ausgepackt, gar nicht bearbeitet. Aber ich hoffe, ich schaffe es die Tage noch, weil die sind so detailreich wieder. Finde ich richtig, richtig schön. Sie sind relativ groß. Von Studio Light. Also auch nicht für teures Geld, sondern recht günstig wieder. Und dann, ich kann einfach nicht Nein sagen. Es ist einfach echt mehr. Der Wille ist da, aber das Fleisch ist schwach, ne? Also quer rüber, diagonal, hat der schon eine Breite von 12 cm, der große hier. So runter würde ich mal 9,5 sagen. Und der hier ist circa so 6 cm breit und 4 cm hoch. Und der seitliche ist auch so 3,5 bis 4 cm groß. Also ordentlich was auffällt. Ne? Der große auf eine Karte drauf reicht eigentlich auch schon. Ne? Hier seht ihr ihn auch ausgestanzt mit diesen ganzen Details. Kann nur schön werden. Und dann habe ich dazu auch noch aus dieser Janine's Mindful Art Collection diesen Prägefolder mitgenommen, der so dieses Blütenmuster einprägt. Aber ich glaube, es ist halt ein normaler Prägefolder und nicht so unbedingt 3D. Es kommt wahrscheinlich nicht ganz so fett raus, aber hier seht ihr das Muster nochmal. Aber einfach nur so in weiß, leicht geprägt, ist bestimmt auch wieder sehr edel. Liegt ganz oben auf meiner To-Do-Liste. Ich habe ja hier so ein kleines Tablett, wo ich mir die Sachen immer hinlege, die ich als nächstes verarbeiten möchte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Tablett wird nie leer. Woran das wohl liegt, ne? Thema dieser Woche war ein Tag am Meer. Ich weiß es nicht. Ihr habt es bestimmt gleich schon in der Vorschau gesehen. Also ihr wisst jetzt besser Bescheid als ich gerade. Auf alle Fälle ist das Thema Meer. Und dementsprechend habe ich mir letzte Woche schon diese Modascrap-Stanzen schon mal dazu mitgenommen. Dieses tolle Boot, da hat ja die Steffi von Papierschorsch wieder was Tolles gewerkelt und auch Jessie, der Storchenbiss heißt ihr Account auf Instagram. Die haben da schon tolle Beispiele gewerkelt. Und ich muss es noch unbedingt tun, will ich auch, weil ich glaube, das ist wieder ein ganz toller Blickfang. Diese Box hier oder beziehungsweise dieses Boot, was so steht und dann als Box aufzuklappen geht, macht ordentlich was her zum Verschenken. Total niedlich. Und dann passen dazu eben noch diese Stanzen von Modascrap Sea Charms. Charms, also hier diese Anhänger. Ich habe die auch verwendet und einfach diese Anhänger hier oben schon abgeschnippelt. Zeige ich euch gleich. Dann ist hier noch so ein kleines Boot dabei, Korallen, ein Segelboot und eben auch diese länglichen Fische und die kleinen Fische. Die Schildkröte finde ich auch schön. Ich liebe diese kleinen Teile ja auch.
die überall nochmal so mit dazu zu packen. Ich finde, das macht es dann, für mich ist das so mein Ding, nochmal so ein paar Details dazu zu packen, zu den Projekten. Ja, also diese beiden Stanzen. Und jetzt kommen schon die Kreativdepot-Sachen. Und zwar ist ja dieses Stempelset letzten Freitag in den Shop gewandert und die sind relativ spät erst angekommen bei Kreativdepot im Lager. Deswegen konnte ich sie euch letzten Freitag noch nicht zeigen, aber jetzt sind sie da. Die beinharten Seebären. Und ich finde die Motive so geil. Es ist so modern, cool, irgendwie jung, weißt du? Man kann das auch mal für Teenager so raushauen, finde ich. Und auch dieses Walross ist doch ein Knaller, oder? Also ich mag die sehr, sehr gerne leiden. Cooler Stil und habe ich jetzt auch verbastelt. Obwohl ich eigentlich dieses neue Set, was jetzt heute in den Shop wandern wird um 16 Uhr, eigentlich nutzen wollte. Also, es heißt, fangen wir erstmal so an, tierisch nordisch. Und hat eben auch richtig geile Motive. Hier so ein Vögelchen, die Giraffe mit der Pfeife. Sehr cool. Und natürlich alles eben so ein bisschen maritim angehaucht. Und hier auch der Oktopus, der Kraken. Und das kleine Vögelchen auch nochmal. Finde ich auch gut, dass nochmal eine kleine Größe dabei ist. Gewerkelt habe ich eine Küsschen-Zauberbox. Nach der Anleitung wieder von der lieben Caro aus dem Kreativclub ist das Teil entstanden. Und eigentlich wollte ich davon viel mehr machen, aber die liebe Zeit, die liebe Zeit. Ne? Also hier ist jetzt quasi erstmal die Möwe drauf gelandet aus dem Set vom letzten Freitag. Da unten, so sieht sie aus und abgestempelt. Ich finde, die wirkt total cool. Richtig, ja, cool einfach. Ne? Ein cooles Teil. Und das Besondere an der Zauberbox kann ich euch ja nochmal zeigen. Wartet mal. Oder ich schiebe das hier ab, dann braucht die Schleife nicht öffnen. Mal gucken. Geidert so. Jo, das geht. Diese Zauberbox, habt ihr bestimmt schon jetzt viele verschiedene Varianten auf Insta gesehen, lässt sich einmal zu dieser Seite öffnen und einmal zu dieser Seite. Cool, oder? Geiler Effekt, wie ich finde. Und hier seht ihr jetzt auch diese kleinen Fischchen aus der Motorscrap-Stanze hier unten. Das sind halt, wie gesagt, so kleine Details und das mag ich einfach sehr, sehr gerne. Und auch hier drinnen habe ich sie hier mit drauf geklebt. Hier ist der Anker. Wie gesagt, da habe ich hier oben einfach diesen Anhänger abgeschnippelt und dann habt ihr eine tolle Ankergröße dabei. Und auf der Seite ist der Fisch dabei. Habe ich hier auch diesen Anhänger abgeschnippelt und dann sieht das so aus. Und hier sind auch nochmal kleine Fischchen mit drin. Und dann seht ihr hier drauf schon ein weiteres neues Stempelset. Und das heißt Hintergrund Seekarte. Und ich finde es auch wieder so cool. Also wie der Name sagt, habt ihr hier eine riesen Seekarte drauf. Also meine Hand, gut, ich habe jetzt keine Riesenhand, aber die passt halt doppelt drauf. Und dann habt ihr noch ein Segelboot mit im Set. Und zwei Knoten. Frag mich nicht, was das ist, was hier ein Palsteak ist oder, ach, keine Ahnung. Ist aber, sind einfach coole Motive und vor allen Dingen dieser Hintergrund hat es mir sehr, sehr angetan. Und ich habe damit einfach mein eigenes Designpapier kreiert. Bisschen hier im Hintergrund, ich hoffe, die Kamera kann das einfangen, schimmert es total hübsch. Ich habe mal wieder meine alten Magical Shaker von Lindys Gang ausgesucht. Die machen ja diese, da sind ja diese tollen Pigmente hier drin, bisschen mit Wasser und schon entfaltet sich da die volle Farbkanone. Habe ich auch damals im Shop von Kreativdepot gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber ihr habt sie bestimmt schon mal gesehen. Die gibt es ja jetzt auch in diesen runden Fässchen. Ne? Und dieses selbstgemachte Designpapier, so nenne ich es, habe ich halt hier so im Hintergrund verwendet und hier hinten drauf geklebt. Ich finde es total genial. Gefällt mir richtig gut. Ich bin verliebt in diese Box. Achso, bevor ich es zumache, kann ich euch ja hier nochmal das letzte neue Stempelset, was ich mir ausgesucht habe, zeigen. Und zwar der Spruch Vitamin C.
Und habe ich noch irgendwo einen anderen Spruch drauf? Ich glaube gar nicht. Oh, aber ich wollte es verwenden. Der Plan war da. Jedenfalls gibt es noch ein wunderschönes Sprüche-Set. Designline Sommersprüche 1 mit Illustrationen von Sandra Möller. Sandra ist aus unserem Design-Team und unterstützt jetzt auch Kreativdepot und die Iris von Kreativdepot beim Design der Stempel. Und ihr Logo ist halt dieses Papier and Passion. Und sie hat diese Sommersprüche umgesetzt. Das ist ein, wie sagt man denn, kleiner als A5, A6 wahrscheinlich, Stempelset. Und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sprüche drauf und nochmal zwei kleine Motive, ein Segelboot und ein Leuchtturm. Und dann steht da sowas wie Glück beginnt am Meer oder ich will mehr, etwas mehr bitte. Zeit für Spuren im Sand ist auch sehr schön. Ich schenke dir einen Tag am Meer. Und das finde ich auch wunderschön. Einfach diese Schriftart gefällt mir wieder richtig gut. Sonne plus Meer macht Glück. Möwe müsste man sein. Den wollte ich auch noch benutzen. Genau hier. Wahrscheinlich noch für so eine weitere Box mit einem dieser coolen Kerlchen hier. Doch, ich muss noch so eine Box bauen. Muss ich unbedingt noch machen. Steht auch wieder auf der To-Do-Liste. Das Stempelset habe ich euch gezeigt. Ja. Das waren die Stempel vorweg und das war das Maritime für heute. Und dann kommt noch etwas Wunderschönes, Sommerliches. Habe ich mich auch sehr darüber gefreut, finde ich auch total schön. Und das sind Stanzen aus dem Eigendesign von Kreativdepot. Und zwar haben wir zum einen einen Rahmen mit Schleife, ganz fein und dünn. Der Mist, also dieses Oval selber ist 6,5 cm groß. Und dann mit der Schleife unten dran sind wir schon bei 8,5 cm. Und dann gibt es Zitronenstanzen. Und zwar sehr feine und sehr hübsche. Einmal die große Zitrone hier und einmal mit zwei Zitronen dran und einem Blatt. Und damit habe ich diese Verpackung hier gewerkelt. Ich war gerade so schön im Matsch-Modus. Ich habe hier noch so ein Lindys Magical Shaker Powder benutzt und zwar Glittering Gold, so heißt die Farbe. Oh, man sieht es auch, ne? Es glitzert hier alles. Diese Pigmente liegen überall drauf und habe mir einfach mein eigenes Designpapier hier im Hintergrund gestaltet mit diesen Shakern. Mit den Pigmenten von Lindys. Außerdem habe ich da noch mit Aquarellfarbe ein bisschen drauf rumgekleckst, seht ihr, und eben halt auch die Stanzen angemalt. Das hier oben ist die kleine Zitrone. Hier unten seht ihr die große Zitrone. Und das ist der ausgestanzte Rahmen mit Schleife. Und viel mehr ist es gar nicht, ne? Und trotzdem gefällt es mir richtig gut. Mag ich sehr leiden. Schön sommerlich das Ganze, so diese Grün-Gelb-Kombi. Gefällt mir. Und hier meine Lieblingsstempel und Stanzen gerade. Habe ich ja schon angekündigt, dass das jetzt ein Dauerbrenner sein wird, wahrscheinlich bei mir. Diese wunderschön ausgestanzten Schriftzüge. Jo. Lieben, das war es für heute. Jetzt kann ich euch natürlich zeigen noch, oder im Anschluss anhängen, wie diese Verpackungen hier entstanden sind. Ne? Also da kann ich euch gerne mitnehmen. Das ist kein großes Hexenwerk. Das habe ich mir wieder selber zurechtgetüftelt. Hier sind, oh, warte mal, habe ich die jetzt festgeklebt? Ne, einmal nur schön stramm hier drinne. Hier ist ein bisschen Schoki drinne und wieder so eine Rahmenbox, wie die entstanden ist. Zeige ich euch gleich mal die Maße noch dazu. Wenn ihr Lust habt, das nachzubasteln, sehr, sehr gerne. Da ist nichts weiter bei. Und bei der Box könnt ihr mir gerne noch einmal beim Watch Me Craft zugucken, aber natürlich nicht, wie die Box selber gebaut wird, habe ich ja gesagt, ne? Die Anleitung habe ich von der Caro. Und wer da wieder Interesse hat, wie sowas funktioniert, der muss bitte zu Caros Kreativclub kommen. Genug gesabbelt. Jetzt ist mein Mund auch trocken. So viel rede ich sonst. Ja, doch, am Telefon, auf Arbeit rede ich auch so viel, aber eigentlich bin ich da eher nordisch unterwegs.
Was ich vielleicht noch, doch, das erzähle ich euch auch noch. Diese Garne hier, ne? Da habe ich mir drei verschiedene mitgenommen. Kleiner Geheimtipp, finde ich, weil ich sie so schön finde. Und zwar gibt es die im Rossmann. Jutekordel. Seht ihr den Preis, ne? 1,99. Ich finde, die passen super schön zu den Projekten und zu dem Stil so von Kreativdepot, zu den Stanzen jetzt auch, ne? Die gibt es bei uns, gibt es die jedenfalls in diesem schönen natürlichen Grün, in ja, Natur und in diesem, was ist das? Amaranth nenne ich es jetzt mal, angepasst an den Farbton von den Nylongarn aus dem Kreativdepot Shop. Und das ist eigentlich eine Kordel, die aus 4 Bändern besteht, aber ich drösel mir die immer auf. Und dann so, dass ich nur noch quasi aus 4 mach 1 diesen dünnen Faden habe. Der ist so von der Stärke genau richtig für meinen Geschmack, für diese feineren Projekte. Ne? Finde ich sehr schön. Gefällt mir gut. Kleiner Tipp am Rande, habe ich aus dem Rossmann. So, jetzt aber wirklich. Einmal die Box hänge ich euch jetzt ans Video dran und dann wahrscheinlich noch so ein bisschen Watch Me Craft, wie ich hier so rumgematscht habe. Ihr Lieben, macht es gut schon mal. Ne? Bis die Tage. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Also, für diese Verpackung, ja, Verpackung nächstes Mal, ja, genau, brauchen wir als erstes für das Innenteil, für diese Rahmenbox, ein Stück Cardstock in den Maßen, oh, schön wieder drunter gehackt, 21,5 mal 14,5 cm. Jetzt legen wir dieses Stück Cardstock in das Falzbrett. Und falzen alle 4 Seiten bei 1, 2, 3 und 4 Zentimetern. Ganz einfach zu merken. 21,5 mal 14,5 auf allen 4 Seiten bei 1, 2, 3 und 4 falzen. Jetzt sieht das Stück Papier so aus. Das heißt, ihr habt auf allen 4 Seiten diese 4 Falzlinien. Die langen Seiten schneiden wir hier gleich ab, jeweils.
Und auf den kurzen Seiten müssen wir noch eine Einkerbung treffen, denn wir wollen ja, warte mal, ich hole mal ein so ein Ding hier raus, um euch das zu zeigen. Wir wollen ja, dass das hier so eine, wie sagt man, Laibung ergibt. Ne? Das heißt, die kurze Seite muss zum einen hier in dem Mittelteil oder hier im Inneren kürzer sein als außen und dann eben auch diese Schräge haben. Und das erreichen wir, indem wir diese 1 cm, das sind ja immer 1 cm Abstand, beziehungsweise 1 cm breit ist dieser Rahmen hier. Ne? Das ist 1 cm. Die müssen wir jetzt nochmal nach innen gehen, und zwar ab der zweiten Falzlinie. Gucken, wie doll das spiegelt. Erste Falzlinie, zweite Falzlinie. Diese beiden Bereiche müssen schon mal 1 cm schmaler sein. Und hier machen wir in der dritten Fläche von oben, 1, 2, 3, machen wir eine Schräge, bauen wir da ein. Und das erreichen wir, indem ich mir hier auf der zweiten Falzlinie auf beiden Seiten jeweils 1 cm abmesse. Hier oben auch nochmal, damit ich eine gerade Linie nach oben ziehen kann. Und dann gehe ich zu diesem 1 cm einmal quer rüber und einmal, wie gesagt, hier nach oben. Also so sieht das schon mal angezeichnet aus. Und dann lasse ich mir hier diese direkten Quadrate, die hier direkt an den langen und kurzen Seiten hier angrenzen, die lasse ich mir als Klebelasche für die Box stehen. Das heißt, ich baue mir erst eine Box und dann knicke ich oder falze ich den Rahmen nach innen. Zeige ich euch gleich, wie ich das meine. Also ich zeichne es hier nochmal an. So möchte ich das Ganze hier noch als Klebelasche stehen lassen. Und der ganze andere Rest hier kann alles weg. Brauchen wir gleich nicht mehr. Das zeichne ich mir jetzt auf der Seite auch nochmal an. Also erste, zweite Falzlinie. Auf der zweiten Falzlinie gehe ich jeweils 1 cm nach innen. So breit, wie mein Rahmen sein soll. Und dann ziehe ich einmal hier die Diagonale und gehe dann gerade nach oben, auch jeweils einen Zentimeter nach innen. Jetzt schneiden wir, wie gesagt, das hier alles weg. So, als nächstes falze ich alle Falzlinien nach innen. Und nun will ich ja erstmal die Box kleben. Hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, als erstes mache ich mir Klebstoff auf diese kleinen Klebelaschen, die ich hier übrig gelassen habe. Und bringe hier die Box zusammen.
biege ich die ein bisschen nach außen erstmal, damit ich Platz habe für die Seiten. Als erstes klebe ich mir nämlich die langen Seiten als Rahmen. Dafür kommt Klebe nur auf die letzte Fläche hier unten. Und dann stelle ich mir das so hin, dass die ganz am Rand ist und drücke einfach nur runter. Und dann gehe ich so sicher, dass der Rahmen wirklich einmal komplett richtig umgefalzt ist, umgelegt ist und ich somit auch nicht zu weit nach innen rutsche und keinen Verlust im Innenraum habe. Das mache ich jetzt mit der gegenüberliegenden Seite als nächstes. Daumen, mal Fensterkreuz, wie mein Mathelehrer früher sagte. So. Dann stecke ich das hier so rein. Ich glaube, so rum hätte ich es gerne nach oben. Genau. So. Dann gebe ich einmal hier Kleber auf die Außenkante. Und einmal hier Kleber auf die Außenkante drauf. Und dann sind wir fertig. Ich finde, wenn diese Verpackungen immer im Rudel daherkommen, sieht das immer noch mal dreimal schöner aus als eine einzelne Verpackung, oder? Also gar nicht viel drauf unbedingt, aber durch diese selbstgestalteten Designpapiere, nenne ich es jetzt mal wieder, ist da schon genug los.
Und diese tollen Stanzen dazu, sieht einfach edel, klassisch, schick aus, gefällt mir richtig gut wieder. Habe ich ein bisschen was aufgefüllt für die Mädels, kleine Dankeschön auf Arbeit, kann ich mir wieder wegpacken. Und wenn wieder Anlass ist, einfach hervorzaubern mal eben schnell. Ihr Lieben, das war die Anleitung hierfür. Und wer noch Lust hat, kann auch noch ein bisschen beim Werkeln dieser Geschichte zugucken. Natürlich nicht bei der Box, wie schon erwähnt, aber zum Beispiel, wie ich dieses Papier selber gemacht habe. Jupp. Ich habe mal wieder Lust auf Matschen und habe mir deswegen hier schon mal aus meinem Uraltbestand meine Magical Shakers von Lindys rausgeholt. Es gibt ja diese Magical Powder, oder wie heißen die denn? Die in so einem runden Döschen sind. Im Prinzip ist das dasselbe Zeug, nur halt in so einer Shaker-Box, dass ich hier einmal, das ist wie beim Pfefferstreuer, ne? Eine große Öffnung und eine mit so kleinen Öffnungen und daraus kann ich das dann hier so rausdippen. Die habe ich schon länger, habe ich auch damals bei Kreativdepot gekauft. Ich weiß gar nicht, ob sie noch im Shop gibt, bestimmt. Müsst ihr mal gucken, ne? Lindys. Und den Effekt von diesen Pülverchen seht ihr gleich. Von diesen Pigmenten sind es ja. Ich habe jetzt hier so einen Paint-on Mixed Media Block von Clairefontaine. Sind diese Papiere. Kaufe ich im Rossmann. Reicht für meinen Bedarf vollkommen aus. Die sind jetzt keine wirklichen Aquarellpapiere so, ne, an sich, aber die nehmen Wasser schön mit auf und die sind halt auch schön glatt, smooth. Das klebe ich oder fixiere ich mir. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt so ein bisschen einigermaßen mittig bin, dass ihr auch alles seht. Fixiere ich mir hier mit diesem Masking Tape aus dem Action. Sensitive Masking Tape, so heißt es. An meiner Glasmatte. Damit sich das später nicht so wellt, das Papier. Denn auch in diesem festgeklebten Zustand werde ich es trocknen lassen. Oh, mein Finger tut weh, sage ich euch. Also heute, ich weiß nicht, ich war gerade eine Seite abgeheilt. Ich weiß gar nicht, wo ich mir hier reingehackt hatte irgendwo. Bin ich ja auch mit Pflaster rumgelaufen. Gerade abgeheilt und jetzt habe ich hier so eine tolle Verpackung, sowas hasse ich ja auch wie die Pest, ne? Diese Dinge, die ringsrum zugeschweißt waren. Hier, kennt ihr das? Die sind komplett zugeschweißt und du kommst nirgendwo drunter, weil das einfach hier alles so anklebte. Habe ich natürlich versucht, mit einem Cuttermesser zu öffnen und bin abgerutscht. Und diesmal habe ich mir wo ordentlich da reingehackt. Also, tut mir leid, wenn jemand sowas nicht sehen kann. Ich habe extra Prinzessinnenpflaster draufgehauen. Aber das Teil hier, glaube ich, das ist ziemlich cool. Das ist diese Bürste zum Entgittern von Stanzen, Stanzteilen. Ne? Seht ihr hier auf dem Bild. Kennt ihr das, so ganz kleine filigrane Stanzteile, wo noch so ganz kleine Teilchen raus sollen? Die kannst du damit so rausbürsten. Aber das Coole an dem Ding ist, man drückt hier drauf und dann ist hier unten der Pixel gleich integriert. Dass, wenn man hier Stanzteile noch in der Stanze zurückbehält, kann man die auch aus der Stanze mit rauspiksen. Dafür habe ich ja eigentlich immer hier mein tolles Dotting-Tool. Aber guck mal, jetzt suche ich es auch schon wieder, wie doof. Da hinten ist es. Hier, damit mache ich das. Schon ein bisschen verbogen. Aber damit komme ich wenigstens in diese kleinen Löcherchen rein von den Stanzen. Aber damit ich es nicht suchen muss, es ist ja jetzt hier schon mit dabei. Fand ich total cool. Und auf der anderen Seite ist so ein Spatel drauf. Damit kommt man dann zwischen Stanze und Papier und kann überhaupt erstmal das Stanzteil da rauslösen. Ja, schönes Teil. Hat mich jetzt einen Finger gekostet. Thank you.
Also ihr Lieben, die Zauberbox ist fertig, die Küsschen-Zauberbox von Karos Kreativclub habe ich jetzt mal gewerkelt. Die gab's ja, da gab es ja schon einige Inspirationen auf Instagram und die ist wirklich genial. Die macht richtig was her. Meine ist jetzt eben maritim geworden und im Hintergrund habe ich so mein eigenes selbstgemachtes Designpapier verarbeitet. Ich bin ganz schön stolz, denn die gefällt mir richtig gut. Ich mag Maritimkram sehr, sehr gerne und diese Möwe ist ein Knaller. Das ist so, es ist modern, obwohl es halt gebastelt ist, ne? Es ist ja oft so bei unserem Hobby, wie du bastelst. Du bist eine Bastelmutti. Das klingt immer alles so ein bisschen altbacken und so, ne? Aber ich finde, wenn dann sowas bei rumkommt, dann staunen die meisten Leute doch, was man so basteln kann. Ich finde es cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist doch auch mal schön, ne? Dass einem sein selbst gebasteltes Zeug gut gefällt.